Herr Miyazu, Sie sind extra aus Mailand hier angereist, um Ihre wunderschönen Produkte zu präsentieren. Ich bin ganz fasziniert, da ich selbst eine Tischlerlehre gemacht habe und weiß, wie viel Liebe zum Detail und wie viel Liebe zur Auswahl der Furniere und der Beschläge, wie viel dazu gehört. So eine Handwerkskunst, wie wir sie hier bei Ihnen gesehen haben oder wie wir sie von Ihnen gleich präsentiert bekommen, die zu bekommen. Vielleicht aber vorab etwas zu Ihrer Geschichte. Sie sagen, Sie sind ein altes Familienunternehmen in der Nähe von Mailand und die Firma Miyazu ist, aber vielleicht können Sie es viel besser erklären. Gerne. So, unsere Firma ist in den 1947 gegründet worden von unserem Großvater. Wir sind heute an der dritten Generation. Das heißt, unsere Vater und jetzt wir Geschwistern, wir gehen weiter mit der Firma, die war, also wie gesagt, von unserem Großvater gegründet worden, gerade nach dem Krieg. Und haben sich viele Sachen geändert in diesen Jahrzehnten, aber an einigen Werten sind geblieben. Und das ist alles Wichtigste. Das heißt, erstmal die Firma bleibt in die Hände von der Familie. Das ist sehr wichtig. Die wichtigsten Stellen sind immer noch heute von Mitgliedern von den Familien belegt. Und wir haben geerbt wichtigen Werten von unserem Großvater, die immer noch heute gültig sind, wie zum Beispiel mit gewissen Geheimnissen, zum Beispiel die besonderen Farben, die wir haben und die besonderen Arten, die Möbel zu polieren, sind noch Geheimnisse, die von unserem Großvater zu uns gekommen sind. Unser Großvater hat diese Geheimnisse unserem Vater gegeben, unsere Vater an wir heute. Wirklich Rezepte, die nur bestimmte Leute in der Firma kennen. Die können nicht von anderen Angestellten gemacht werden, sondern immer noch heute, zum Beispiel eine Person macht die Mischung für den Lack und für die Farben, weil er kennt die Rezepte, die haben wir geerbt von unserem Großvater. Eine Kleinigkeit, aber so zu zeigen, wie stark ist die Verbindung mit der Geschichte. Also genau das ist das Thema, wenn man früher in Mailand auf der Messe die einzelnen Firmen gesehen hat, waren das sehr, sehr viele Familienunternehmen und es werden immer weniger, die diese Kunst beherrschen und deswegen freue ich mich so, dass wir Sie hier gefunden haben und ich würde sagen, vielleicht zeigen Sie uns jetzt mal an Ihren Möbeln und an den Beispielen, was Sie sich bei den einzelnen Entwicklungen gedacht haben. Das Design, es sind alles neue Möbel, die heute bestellt werden können und sie fangen von den natürlichen Materialien an, diese zu verarbeiten. Es sind keine Antiquitäten. Selbstverständlich sind keine Antiquitäten, sind aber alte Modelle, die werden von uns neu interpretiert. Und das bedeutet ja, dass sie die zukünftigen Antiquitäten sind. Das eben, so kann man sagen, weil wir ändern die Größen, die Massen zum Beispiel, dass die originalen Teile hatten bestimmte Größen, die passen mit den heutigen Häusern überhaupt nicht mehr, leider. Deswegen ändern wir die Größe und dann wir geben unseren persönlichen Touch, der ganz wichtig ist. Also wir versuchen, die Antiquitäten zu nehmen und dann von diesen grundoriginalen Modellen was zu verbessern mit der Ansicht von den Erwartungen von den heutigen Kunden. Ja, und das Wichtigste, die natürlichen Materialien. Es war ja so, dass es auch nach dem Krieg und so nicht so viel ölbasierende Produkte gab, sondern die Ökologie und diese Themen spielen ja für die Zukunft eine immer wichtigere Rolle, Nachhaltigkeit und dann eben auch, dass die Länder, in denen das Handwerk hochgehalten wird, das sehen wir ja an der Finanzkrise, Länder wie England, die das Handwerk, die komplett aus der Produktion rausgegangen sind, denen geht es immer schlechter. Deswegen, also ich würde jetzt sagen, wir gehen mal durch und schauen uns Ihre Modelle an. Anfangen mit einer von unseren wichtigsten Teilen. Das ist unser Schillerpult.
ist eine Kopie von der Originale von Schiller, der hat damals benutzt, ihre Gedichte zu schreiben. Wir haben, also wie gesagt, wir benutzen nur ganz naturfreundliche Materialien, das ist Kirschbaum, italienische Kirsche. Und dieses Möbel wird dann gearbeitet mit handwerklichen Systemen, wie Sie sehen können. Dann haben wir noch massives Holz, verzappten Frontseiten, sehr wunderschön. Gewachsene innere Seiten von Schubladen. Und Sie haben auch die Gelegenheit, wenn ich darf, Entschuldigung, die Schublade wieder reinzustellen. Sie machen die Klappe, den Schubladen auf, die Klappe runter und dann haben Sie eine schöne Schreiboberfläche mit einer Intarse auf die Platte und oben ein Fach für Stifte. Mit drei kleinen Schubladen auf den Innenbereich mit zwei offenen Seiten und an der Seite eine schöne Platte für Rotwein. Wunderbar. Ja, das, da an so einem Arbeitsplatz würde ich heute auch gerne arbeiten. Es gibt viele Leute, die mögen heute, wie früher, lesen oder schreiben und stehen bleiben. Das ist die perfekte Lösung. Ja, super. Also wirklich ganz toll. Ich möchte Sie noch einen Teil zeigen. Das ist ein Teil, der kommt, der ist in unserer Kollektion seit über 30 Jahren, obwohl er sich in der Zeit Entwicklungen bekommen hat in der Gestaltung. Und heute haben wir eine Interpretation, die relativ schlicht und auch relativ modern ist. Ist ein Klaviersekretär. Da sehen Sie von dieser Frontseite, die wird handgebogen. Und wenn Sie dann schreiben möchten, machen Sie die Schublade auf, klappen Sie diese Platte und bekommen Sie eine schöne Schreiboberfläche. Wunderbar. Also, und gerade dieser Kontrast zwischen die Schwarzpolitur und die, das Kirsche Kirschbaum, ja, bringt eine gewisse Spannung und das ist ein Schwerpunkt von diesem Teil. Wir benutzen immer noch schlicht Aluminium massiv mit und Schrauben, wie die originalen Möbel. Toll. Und dazu, damit man auch was stauben kann, haben wir sehr interessante schlichte Säulen. Die kommen auch von der Geschichte, aber die sind selbstverständlich neu interpretiert worden mit geraden Formen und modernen Proportionen. Ja. Hier haben wir eine versteckte Tür mit innere bewegbare Platten, eine ausziehbare versteckte Schublade und oben ein Geeinfach. Wunderschön. Also 100% Handarbeit, 100% natürliche Materialien, 100% natürliches Furnier. Und auch in Teilen, selbstverständlich. Ja. Und die, 100% in unsere Firma gemacht. Ja. Und die Materialien, eine Spanplatte, Tischlerplatte? Wir benutzen mehrere Sorten von Materialien, von massive Kirsche bis zum Tischlerplatten und auch neuen Sorten von Materialien, die gewissen Garantie in der Zeit. Ja, und die insbesondere ökologisch sind. Ökologisch immer, ja, genau. Dies hier ist ja ein wunderschönes Stück. Ein wunderschönes Teil mit einer wunderschönen Kristallplatte. Und eine Kristallzarge, das ist Kristall, schwarzes Kristall. Und innen drin können Sie sehen, diese quergeschnittene Kante. Mhm. Ist eine sehr wichtige Kleinigkeit, die aber ein gewisses Wert an der Teil bringt, weil wenn der Schublade geschlossen ist, haben Sie eine Einzelzarge. Ja, dieser umlaufende Keder, der umlaufende Keder und dann die Glasplatte, wunderbar. Herr Miazzo, Ihre Möbel sehen ja im Grunde genommen alle sehr modern und sehr klar in der Form und so weiter aus. Aber was mich besonders beeindruckt, sind die vielen Funktionen, die Sie uns... Und hier wollen Sie, glaube ich, nochmal ein besonderes Highlight wollen Sie zeigen. Ja, also erstes, alle unsere Teile sind, ich glaube, eine perfekte Verbindung zwischen der Geschichte und der Zukunft. Aha. Kommen von der Geschichte, aber gehen der Zukunft durch die Proportionen, aha, durch die Linearitäten, ja, und so weiter. In diesem Fall haben wir ein ganz besonderes Teil. Da ist eine Entwicklung von einem altes Möbel, der war von einem italienischen Prinz in der 19. Jahrhundert
entwickelt worden, Herr Ratte, auf ihren persönlichen Schreiner eine Wochenkommode sich machen lassen. Und er war sehr eifersüchtig über ihre persönlichen Hemden. Und er wollte nur, dass nur er diese Möbel eröffnen könnte. Und deswegen hatte er das Schloss nur auf ein gewisses Punkt stellen lassen, das heißt an diese zweite Stelle. So, der Möbel öffnet sich nur von diesem Punkt. Und wenn Sie dann der Teil eröffnen, bekommen Sie einen wunderschönen Kleidungsschrank, wo können Sie mehreren Händen an die Seiten stellen. Haben Sie auch ganz praktischen Schubladen für Gürtel oder Uhren in der Mitte mit einer Glasplatte, damit Sie das damit Sie sehen können, was da drin steht. Und unten noch zwei praktischen Böden für Pullover oder anderen Kleidungen. Haben alle Produkte solche eine Geschichte? Ja, mehr oder weniger, ja. Also die meisten schon. Ja, die meisten haben eine Geschichte und kommen von der Geschichte, aber sind in der Zukunft orientiert. Ja. Dann muss ich in Mailand unbedingt bei Ihnen in der Firma vorbeikommen, ja, damit wir alle Produkte und alle... Wir werden jetzt bald Ende dieses Jahr ein neues großes Showroom eröffnen. Und Sie sind gerne eingeladen, können Sie zu uns kommen und dort werden Sie unsere kompletten Kollektionen sehen, weil wir haben auch andere Kollektionen, die natürlich hier auf der Messe nicht zeigen könnte. Ja, das ist ja eine einfache Kommode. Unsere Schmetterling-Kommode ist erkennbar, weil an die Frontseite haben Sie drei Schmetterlinge als Schnitzerei in die Schloss, ja, in Schwarz. Den gleichen Form von Schmetterling ist als Intarsie auf die Platte wiederrollt, wie Sie sehen. Mhm. Das heißt, also Intarsien sind Furnierzusammensetzungen. Sorten von Furnierung. Das heißt, ein Mann hat ein gewisses Holz ausgewählt und auf eine gewisse Art dieses Holz zusammengesetzt, damit man diese schöne Form von Schmetterling wiederrollen könnte. Ja. Ja. Ja, und das sind alles natürliche Hölzer, natürlich Kirschbaum? Italienische Wildkirsche. Ja. Man spürt das starke Effekt von der Wildkirsche auf diesem Teil, auf der Frontseite, mit dieser wunderschönen Maserung, die kontinuell auf die ganzen Schubladen ist. Und das ist auch wieder ein handwerkliches, ja, eine handwerkliche, genau, Spezialität? Das ist ein Teil, der muss unbedingt... allein gebaut werden. Das ist keine Seriearbeit. Das heißt, ein Mann baut diese Kommode, sucht das Holz für diese Kommode und baut die Kommode. Das kann man in großen Mengen nicht machen, weil ein Teil ist ein Einzelstück. Ja, wenn es dann natürliches Holz ist, ansonsten ist das bedruckt. Genau, das ist ein Einzelstück und jeder Stück wird dann ein bisschen anders sein. Und wenn Sie dann toll die erste Schublade eröffnen, dann bekommen Sie eine Schreiboberfläche. Also das innere Seite wird handgeschnitten und dann an die Seiten haben wir zwei Türen, zwei Schubladen in der Mitte und bekommen Sie eine wunderschöne Schreibkommode. Toll. Wenn man gewohnt ist, neben schönen und hochwertigen Möbeln zu wohnen sein, dann man spürt und man lernt auch die wichtigen Werte von das Leben. Das heißt, gute Möbel, die gewissen Werten mitteilen können, sind auch eine Bildung für die Menschen. Herr Miazzo, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Also um mit dem Schillerpult und mit Ihren wunderschönen Möbeln zu leben, das bedeutet Kultur. Bedeutet Kultur, genau. Und es ist sehr wichtig, dass die Menschen mit Kultur zusammenleben können. Es gibt zwei wesentliche Werte, Kultur und Familie. Genau. Das sind die beiden Dinge, die ich, genau, von Ihnen hier mitnehme. Herr Miazzo, herzlichen Dank für, ich bedanke mich für Ihre Ausführungen und wir sehen uns bestimmt wieder. Dankeschön. Und in Mailand, die nächste Veranstaltung, die in Mailand, die Mailänder Messe, werde ich Sie wieder besuchen und sehr werde gut sehen, was Sie in Mailand an neuen, bringen, an neuen alten, ja, Ideen entwickelt, genau, haben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.